Eine. Blitz haben wir noch. Wow, wie? Ja, jetzt. Falsch, da hörst du es dann immer. Kritisch. Hö, hö, hö. 40 EP. Ui. Was ist das unten? Da ist ein kleines Häuschen. Jasmin. Hm. Da ist irgendwas zum Erkunden. Da auch. Ist das hier vielleicht ein Schrein oder sowas? Wo ich mich wiederbeleben kann? Ne, ist nur eine Kapitel. Okay. Ja, manchmal muss ein bisschen aufpassen. Das Zeug steht da nicht im Sitz in der Gegend rum. Lagerfeuer. Durchsuchen. Oh. Lesen. Neue Geschichtsseite allgemein auf der Suche nach verborgenen Gräbern. Das Unglück schlägt ein wie ein Blitz. Krach, bumm! Die Blitze setzen den Himmel in Flammen. Das ist meine einzige Lichtquelle, seit das Feuer durch diese gnadenlosen Regenguss gelöscht wurde. Natürlich hatte ich die Wolken aufziehen sehen, bevor ich mich auf den Weg machte, um das versteckte Grab zu suchen. Ich? Hört auf, mich hier durcheinander zu bringen. Ich hatte die Bedrohung in der Brise gespürt. Trotz der Warnzeichen drängte er mich weiterzugehen. Du kannst den Sturm abwarten, aber das Wasser könnte unseren Schatz im Schlamm ersticken. Kannst du es ertragen, wenn unser Reich weggespült wird, Gerrit? Oh, dieser silberzüngige Teufel. Das Grab ist ganz in der Nähe, aber Wind und Regen hindern mich daran, weiterzugehen. Die knarrenden Bäume bieten mir kaum Schutz, also werde ich sicher durchnässt. Das war der Gerrit. Wir haben ihn gefunden. Nicht schön? Nicht schön. Fast. Nein, nein. Die Axt da. Zum Bäume fällen. Genau. Und hier mal den Honig und... Aber das ist doch da lang. Wie hier nochmal eine Wegegabelung, die ich jetzt gerade nicht so... Ja, hier. Okay. Hör doch mal auf, alles aufzuklauben. Hier ist die Wegegabelung. Da geht's dann Richtung Grab, richtig. Und hier geht's hier hoch. So viel zur kleinen Feuersteinmine, ne? Und da Feuerstein, was hier alles rumlädt. Nicht. Rumliegen, liegen tut. Gibt's hier drin was? Steinsöhle. Guck! Wir haben was gefunden. Maiskolben. B. Maiskolben. Eine Stärke für Nahkampf. Warte mal, was ist denn das? Getreideprodukt. Ja, brauchen wir jetzt gerade gar nicht, ne? Und hier unten haben wir unsere Bärchen. Das heißt, wir haben ein Fleisch, wir haben eine Frucht und wir haben ein Getreideprodukt. Und wir haben roten Baum. Ja, ran. Da oben ist noch ein Wolf. Hinterm Baum. Jawohl, vier Harz. Da freue ich mich immer noch drüber, über Harz. So, Standort oben. Hochwaldmarke. Map, ein Marker markiert. Jetzt sind wir aber mal cleverer. V. Flammenaltar herstellen. B. Flammenaltar runter. 6. Hier kann nicht gebaut werden.
Hier können nicht gebaut. Hier können nicht gebaut. Hier können nicht gebaut werden. Ach, hier ist rot und da ist alles los. Und jetzt stehe ich einfach nur im Weg oder was? So. Und dann können wir auch unsere Bank aufbauen, die ich na jetzt natürlich wieder. Nasen! Ich wieder rausgepackt habe. Löschen. Das packen wir wieder dahin. Jetzt könnte ich mir aber sowas von einer klatschen. Aber wir können jetzt schon von hier nach zu Hause poppen und wieder hier hin. Als Wegpunkt setzen. Wenn wir hier fertig sind mit der Quest, können wir auch hier. Aber so können wir wenigstens unterwegs schnell dort Inventar leer machen und wieder herkommen. Also Inventar leer machen ist ja kein Problem. Wird einfach nach Hause geportet. Aber wieder herkommen, hätten wir wieder dieselbe Strecke herlaufen. Okay, da war nichts. Aber hier, aber hier, aber hier. Fälle. Lesen. Neue Geschichte allgemein. Die Theorien der Alchemisten 1. Die Warten der Erbauer strahlenden Leuchtfeuer. Diese Warten reichen bis zum Firmament und verweigern den Unwürdigen den Zutritt. Die Rasse der Erbauer betritt sie. Aber ich habe noch keinen wieder herauskommen sehen. Ich habe zwei Theorien. Die Warten der Erbauer sind miteinander verbunden und die Stillen können nach Belieben zwischen ihnen reisen. Zweitens, die Warten der Erbauer dienen als eine Art Grabstätte, ähnlich dem Schrein der Flamme. Die Erbauer speichern das Wissen des Landes in der Flamme hier, wenn sie das Reich der Sterblichen verlassen. Wie auch immer, ich komme nicht hinein. Wenn ich auf die verzierte Platte steige, geschieht nichts. Schade. Balthasar. Heiltrank konnten wir schon mal mitnehmen. Verzierte Blätter, die da. Ja, wir gehen erstmal hier außen rum und gucken. Nein, Salz. Mittig hinstellen. Ja, dass wir beides kriegen. Wasser. Bart eventuell Haltbarkeit. Metallplatten, jawohl. Das spart uns das Herstellen der Metallplatten. Ja, dann gehen wir hier rein. Wenn wir sterben, kommen wir hier wieder raus. Und wenn da so ein Altar steht zum Wiederbeleben, weißt du, dass du ihn auch wahrscheinlich brauchen wirst. Meistens öfter. Der steht nicht umsonst dort. So viel dann zum Schwierigkeitsgrad, weißt du? Das klingt auch noch. Dit lohnt nett. Miasma Überlebensdrang. Schön vorbeigewischt. Wieder nix. Können hier schön runterkommen. Blocken. Ach ja. Ja, wir sind hier drauf. E verwende. Bop. Ah, kannst du schon hören, ne? Kannst du dir vorstellen, was es hier ist? Indiana Jones Frosch. Wollte ich doch noch gar nicht. Standort. Ja und? Okay. Ich hau die mal kaputt. Da oben geht's auf jeden Fall weiter, ne? Da oben siehst du Greifhaken. Aber ich mache gerne erstmal unten weiter, um hier alles zu sehen.
und auch alles zu plündern und eine Reihenfolge zu haben. So, haben wir noch irgendwas gekriegt? Nee. Die Türen gehen auf durch irgendwelche Mechanismen. Genau. Ich wollte gerade sagen, dran drücken. Manche Türen sind versiegelt. Betätige den richtigen Schalter, um sie zu öffnen. Bup, da siehst du. Licht aus heißt betätigt und. Ist nicht sonst an? Ja, doch, Licht aus heißt betätigt und da geht die Tür. Auf die Balkone immer drauf gehen. Was? Ah ja, ganz. Ja, ja. Das ist schön, wenn man jetzt mittlerweile da so runter guckt und weiß, dass man da irgendwann hinkommt. Fetz! Küste! Hirtenstab? 14 Kraft. B wollte ich eigentlich nicht. I? Hätten wir nicht schon einen anderen Stab? Ja, hier. Lehrlingszauberstab. Das ist ausrüstbare Fernkampfwaffe. Und mit dem kannst du einfach so rumballern. Immer Richtung diesem Punkt. Genau. Zino-Fernkampfwaffe. Aber wie weit da geht, weiß ich gar nicht. Ah, da siehst du. Was? War das ein bisschen? Nee. Relativ nah. Und mit dem? Keine Munition, genau. Da müsstest du dann die Feuerbälle, die wir letzte Runde gekriegt haben, reinpacken. Und dann kannst du mit denen schießen. So, da ich das auch nicht benutze, zerlege ich die lieber. Zerlegen 9, 18, 27. Fetz. Großer Mana. Ach so, das war nur Damage-Trank. Hier unten hören wir es, kommen wir aber nicht hin. Und er sagt uns auch schon Standort oben. Also dann doch. Einmal nach oben und pop. Nicht springen, E drücken. E, vorwärts und zack. Die dürfen wir ganz normal öffnen. Öffnen. Hier geht's auf den Balkon. Da war nichts drin. Trotzdem immer aufmachen. Hier sind die nächsten richtig, richtig guten Ressourcen drin. Das weiß ich nicht. Nein, klingt nicht so. Wieso soll ich nicht hier runter? Von da komme ich wieder hoch. Aber ich will doch. Weißt du? Und da oben könnten wir was. Jo. Und mal keinen Fallschaden kriegen, habe ich das Ding aufgemacht. So. Wir wissen ja nicht, was wir hier alles kriegen. Es ist doch schon wieder ein Heiltrank. Und da hätten wir Eisbolzen als Munition. Ich die so? Ah, ich dachte, ich krieg gleich alle kaputt. Aber nein. Leider nein. Da kommen wir nicht dahinter. Da ist auch versteckt. Normalerweise ist es nämlich die Treppe. So noch kaputt machen. Also hier war gewöhnlich mehr drin. Ja. Deswegen bin ich da auch so scharf drauf, die immer kaputt zu machen. Ja, für ein Wasser lohnt sich das nicht. Dann gucken wir mal, wo es hier noch hingeht. So, kann man das schrecken.
Klirr, klirr, klirr.